Anke Zierjax. Ich bin hier zu Hause in Linkenheim und das schon seit 50 Jahren inzwischen. Und mein Hobby ist halt das Reimen. Und auch da sind einige, auch viele, viele Sachen entstanden zu jedem Thema. Und da fange ich mal an mit etwas für die ältere Generation. Verliebte sind glücklich im siebenten Himmel. So viele Menschen, welch ein Gewimmel. Drum haben zwei Alte, so wird berichtet, sich im dritten Himmel fein eingerichtet, so richtig kuschelig und gemütlich und mehr, und alle Tage genießen sie sehr. Natürlich geht alles gräßig dazu, Zipperlein klagen, sie brauchen viel Ruhe, und manches von früher, das wird nicht gebraucht. Oft reicht ein Kuss auf die Wange gehaucht. Doch müsstet ihr sie sehen, sie strahlen vor Glück, und jedes Lächeln kommt wieder zurück. Ein Echo bei jedem zärtlichen Wort. Der dritte Himmel ist ein himmlischer Ort. Und dann etwas Kritisches, ganz anders. Der Computer. Etwas, womit wohl manche auch ihre schwierigen Erfahrungen haben. Ein äußerst nützliches Gerät ist mein Computer, der hier steht. Und so als Gegenstand betrachtet, habe ich ihn auch noch nie verachtet. Jedoch gelegentlich, warum? Da wird er launisch, auch mal stumm. Verkündet, was wir noch nie hatten, es sei kein Zugriff zu den Taten. Er fragt, was ich dagegen hätte, wenn er jetzt hier was ändern täte. Ich habe erheblich was dagegen. Er ändert, um mich aufzuregen. Meist stelle ich Schrift und Größe ein. So sieht es gut aus, so soll es sein. Da sehe ich plötzlich mittendrin, dass ich nicht Frau des Kastens bin. Willkürlich ist das Schriftbild klein und nicht die Schrift, die es sollte sein. Kurz, der Computer hat das Sagen und ich die Folgen dann zu tragen. Geht die Geduld am Ende mir aus, ziehe ich ihm seinen Stecker raus. Und meistens kommt ja dann zum Glück danach ihm die Vernunft zurück. Wär's die Computer, hätte sie schon die richtige Intuition. Sie wüsste, was ich will, erfüllte meine Wünsche still. Kein Machtkampf wäre da sicherlich. Sie würde denken, so wie ich. Ich muss es hier einmal bekunden. Ein Mann hat das Gerät erfunden. Und dennoch was Tierisches und Lustiges und ganz anders. Und zwar vom literarischen Hamster. Des Fritzchens Hamster war gefräßig, fraß einfach alles und unmäßig, dabei auch streichelsüchtig, zahm, wenn Fritz ihn aus dem Kasten nahm. Er fraß ein Loch in Fritzchens Taschen, mocht so gern Futterseide naschen. Alsdann kroch er verdeckt nach oben, am Kragen tat ihn Fritzchen loben und steckte ihn wieder in die Hose. Und dann von vorn begann die Schose. Doch eines Tages war verschwunden das Tier und ward nicht mehr gefunden. Das Fritzchen in sich kauerte und ganz erbärmlich trauerte. Jedoch der Hamster war nicht fort, der schlief nur nachts im Bücherbord. Und nachts mit wachsendem Behagen begann er Schiller anzunagen. Er fraß des Tauchers goldenen Becher, er fraß am Königshof die Zecher, er nagte quer sich durch die Glocke und durch des Freundes blonde Locke. Tells Apfel und des Gesslers Hut, die schmeckten ganz besonders gut. Und danach machte er sich ran an die Jeanne d'Arc von Orléans. Er fraß mit extra Hochgenuss die Kraniche des Ibikus. Und auch mit Herzog Wallenstein, da ließ sich unser Hamster ein. Ob den Don Carlos, Marquiposa, er fraß Gedichte, Dramen, Prosa. Er nagte quer sich durch den Schiller, vom Räuber bis Luise Miller. Da, nachts, hat Mutter was gehört, was sie in ihrem Schlaf verstört.
Sie weckt den Vater und er lacht und ganz schnell dem Spuk ein Ende macht. Ein Griff hinein, da hat er ihn, vorm dritten Band von Hölderlin. Und um ihn her, da schneit es hier, zernagter Schiller, Altpapier. Doch Fritzchen jubelte, hurra, mein Balduin ist wieder da. Erst in die Hose, dann in den Kasten. Mein Freund, jetzt geht's ans Körnerfasten. Der Balduin, der träumt indessen. Als nächstes werde ich Brockhaus fressen.